Zu seinem Jahrestag verspricht der Kanzler jetzt frisches Geld für alle. Heute vor einem Jahr ist Sebastian Kurz als Bundeskanzler zurückgetreten. Seither ist Karl Nehammer im Amt. Im Heute-Interview gibt der ÖVP-Politiker jetzt ganz persönliche Einblicke darüber, wie sich sein eigenes Leben seither verändert hat. Die Verantwortung sei jetzt eine viel größere, sagt der Kanzler. Er muss nämlich für die Sorgen und Nöte der ganzen Republik Ansprechpartner sein und steht auch viel stärker in der Öffentlichkeit. Nehammer wurde zum Beispiel von einem Heute-Lese-Reporter beim Mäcki fotografiert, wie er erzählt. Ich habe einmal auf einem Nachhauseweg für meine Kinder bei McDonald's etwas gekauft und habe dann etwas vergessen, bin ausgestiegen und habe das noch nachbestellt und wurde dann von einem Leserreporter fotografiert. Für die Österreicher gibt es jetzt aber auch Good News. Nehammer kündigt einen neuen Wohn- und Heizkostenzuschuss an. Zwischen 200 und 400 Euro mehr für die Menschen, die tatsächlich in einer schwierigen Situation sind, also Heizkostenzuschuss, Wohnkostenzuschuss. Auch der Klimabonus könnte nächstes Jahr zurückkehren. Wenn es eine CO2-Bepreisung gibt. Und wie zufrieden bist du eigentlich mit Bundeskanzler Karl Nehammer? Schreib es uns in die Kommentare.